Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ich mache wieder mal einen Online-Part und diesmal wieder gegen den Abnett. Ich glaube, Rock Lee hatten wir noch nicht. Nee, ich glaube nicht, gegen den habe ich nur offline gespielt. Das war der eine, gegen den ich nur offline gespielt habe. Aber er hat seine Sitzung voll, was richtig genial ist. Ja, Junge. Ich kann drauf wetten, da ja jemand in seiner Suche war, hat er sie natürlich nicht auf privat gemacht. Oder vielleicht hat er es jetzt auf privat gemacht. Ah, oder wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu suchen. Ich nehme jetzt irgendjemanden, der da ist. Olga, komm. So, komm, spiel mit mir. Natte. Ah, dann machen wir es anders. Der will ja unbedingt gegen mich spielen. Dann mache ich eine Sitzung und lade ihn ein. So. Ja, Leute, ich rede mal kurz noch über die neuesten Themen, solange ich den hier jetzt einlade. Dass ihr es gleich mal wisst, ich habe nicht die Dragon Ball Xenoverse Beta bekommen. Ich habe mich auch gar nicht für die Beta eingeschrieben. Ich habe von Namco Bandai eine Nachricht bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe, bekomme ich später die englische Fassung. Also es ist ja gerade nur die japanische Fassung aktuell. Und man konnte sich einmal für die japanische, vor einem Monat glaube ich, oder 3 Wochen oder so war das her, konnte man sich anmelden. Und man konnte sich später nochmal für die englische Fassung einschreiben, und ich habe mich für die englische Fassung eingeschrieben, weil es, ich sehe es ja bei einem anderen Let's Player, den ich jetzt aber nicht mit Namen erwähnen werde, der ja keinen Plan hat, weil es halt alles auf Japanisch ist. Klar, ein bisschen spielen kann er schon und kann halt ein bisschen, kann man was sehen, aber es kommt so gut wie keiner mit der Steuerung klar, wie ich bis jetzt sehe, was ich natürlich lustig finde. Aber was soll man machen? Ich krieg sie jetzt erstmal nicht. Finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil so heiß bin ich gerade gar nicht auf die Beta. Ich bin sowieso nonstop mit Naruto beschäftigt. Von daher ist es Rain. Ich krieg sowieso nichts. Ihr seht das Video heute noch, Sonntag. Okay, dann. So circa nächste Woche bekomme ich eh ein neues Spiel, ein Anime-Spiel. Was ich Let's Playen will, wobei ich noch nicht weiß, ob es auf Englisch ist. Wenn es auf Englisch ist, spiele ich es für mich. Wenn es auf Deutsch ist, werde ich es Let's Playen. Da mich Amazon ein bisschen verlinkt, muss ich sagen. Da steht zwar... Ah, komm, dann lade ich jetzt Alex Stefan ein. Über einer wird schon in meiner Sitzung kommen. Ich habe so viele Leute von euch, also so viele Abonnenten. Da wird doch jemand dabei sein, der in meine Sitzung kommen wird, oder? Vegetokill. Vegetokill. Laden wir mal Vegetokill ein. Ich habe jetzt 3 Leute eingeladen. Einer muss doch bestimmt kommen. Und ja, deswegen, ich bin sowieso ein bisschen beschäftigt jetzt noch. Ach ja, stimmt, das ist ja der erste Part, wo ihr mein neues Bild seht. Also mein neues Ninja-Info-Bildkarte. Ich habe es ein bisschen geändert. Ich bin jetzt der Zocker aus der Hölle. Aus dem Himmel habe ich nicht gesehen, aber ich mag den Himmel auch nicht. Aus der Hölle finde ich besser. Und bis jetzt habe ich nur das Kakashi-Bild, was mir gefällt. Was lustig ist, weil Kakashi nicht mal mein Main-Charakter ist. Ich habe von Minato noch kein gutes Bild gesehen. Allgemein noch nicht so gute Bilder. Dabei habe ich so gut wie alle schon. Ah, Vegetokill schreibt mir zurück. Immerhin schreibt er mir zurück. Kann gerade nicht. Okay. Vegetokill kann nicht. Und ich warte jetzt noch circa mindestens 1 Minute. Wenn das dann nicht... Ah, Alex Stefan haben wir jetzt. Gut. Hey, der ist mit den Punkten beinahe... Hey, warte mal. Der hat weniger Punkte als ich und ist aber einen höheren Rang. What? Okay, egal. So. Also, ich soll Kimimaro... Ich gehe natürlich eure Wünsche wieder ein. Ich spiele hier jetzt nicht
mit meinen Mains. Kimimaru mit Taiyuya und wie war's? Sakon. Auf ultimativen Jutsu-Typ soll ich nehmen. Okay, dann machen wir das mal. Ich lese mal gleich den nächsten. Ja. Nimm mal Gaara mit Temari und Kankuro in ultimativen Typ. Das mache ich danach auch gleich mal. So. Ja, ich bin auch so übelst schlau. So. Achso, die haben ja gar kein ultimatives Jutsu zusammen, stimmt. Okay, dann kann ich mir das sparen und kann normal spielen. Ah ja, Sakon macht ja dieses dumme Tor. Ah Mann, mit Kimimaru kann ich ja mal gar nicht spielen, ey. Okay. Ma, verdammt. Okay. So. Ich muss mit Kimimaru mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie der ist. Aber ich könnte gewinnen. Wie weit geht denn das Tor eigentlich? Achso, der macht das nur vor meiner Nase. Wow, wie kurz. Mach doch nicht die ganze Zeit das ultimative Jutsu. Das bringt doch nichts. Mann. Ich hasse dieses Jutsu von Shisui. Und gewonnen. Okay. War jetzt mal gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich mit Kimimaru ja mal gar nicht spielen kann. Hat der ein. Aber der wäre in Erwachenmodus eigentlich viel besser gewesen. Oh, scheiß Netzwerk-Doppelgänger. Nein. So. Ah ja, wen soll ich jetzt nehmen? Gaara mit Temari und Kankuro im ultimativen Typ. Welchen Gaara aber? Steht wieder nicht dran. Ich nehme einfach mal den. Den. Und den. Naja, Gaara ist normalerweise immer ziemlich OP. Mal schauen. Mal schauen, wen er jetzt nimmt. Ach ja, es hat ja jemand geschrieben, ich soll mal ein paar Tipps geben. Was so gute Teams wären. Ich lese alle eure Kommentare, gell? Keine Sorge. Aber das Problem ist, ich wüsste jetzt gar nicht, was so perfekt wäre. Ich meine, dieses Kirin-Team, also beziehungsweise mein Sasuke-Tsunade und Sakura-Team nehme ich ja schon seit seit Generations nehme ich das Team schon. Von daher, was wäre ein gutes Team? Ich kann euch mal zeigen, was für Teams ich mir vorprogrammiert habe. Ja. Ah, verdammt. Oh, der kann ja ein neues Jutsu. Cool, wusste ich gar nicht. Ja. Natürlich kann ich den nicht treffen, ey. Das ist furchtbar. Egal.
Okay. Natürlich kann Kuro. Das ist wieder so typisch. Aua, das hat aber echt was abgezogen. Jetzt aber. Ich werde das Jutsu zeigen. Naja, viel abgezogen hat es aber nicht. Oh oh, oh oh, oh oh. Wow, was Onoki jetzt alles kann, das ist ja abnormal. Okay, ich habe verloren, aber egal. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt so viel kann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt mal gucken, wen ich als nächstes nehmen soll. Ja, mein Gott, Netzwerk. Doppelgänger Nervenfall. Nimm mal Naruto Pichu mit Sasuke und Sakura in Ultimate Typ, bitte. Okay, das machen wir mal. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann euch mal, nicht in diesem Part, sondern im nächsten Part werde ich mal kurz, ich werde sie nicht benutzen, ich zeige euch nur mal, was für Teams ich so vorbereitet habe. Vielleicht könnt ihr euch da irgendwas zusammenbasteln. Aber sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ich nehme meine Teams eigentlich generell immer verschieden. Der erste Hokage, yay! Mit Koshino und Shino? Okay. Let the battle begin. Let's go. Insect bomb. What style? Wooden Dragon Jutsu. Inferno style. Blade control. Let's go. Ah, verdammt. Ja, der erste Hokage halt. Naja. Ja, das hätte doch treffen können. Boah, Mann. Ich treffe gar nichts. So, jetzt aber. Ey, jetzt hat mich das echt noch getroffen. Oh, 1000 Hände. Autsch. Aua. Aber jetzt. Bam. I'll leave the rest to you. I'll take over. Inferno style. I'll flush you right here. Ah, da ist gerade meine Abwehr gebrochen. Okay, das habe ich auch verloren. Sage Art, Wood Style, True Thousand Hands, Summit Enlightenment.
moment. I will build peace with my very hands for the sake of all my brothers. Alter, die Stimme vom Master Okage muss man sich erstmal gewöhnen. Auf Englisch. Well done. I'll be going. You are not. Okay. Dann machen wir jetzt aber noch einen Kampf, weil mit einer Niederlage gebe ich mich nicht so gern zufrieden. Außer er hat jetzt keine Lust. Ah, okay. Ich will höchstens einen Unentschieden. Ich finde das halt immer so blöd, dass ich mit dem Charakter spielen muss, würde ich halt. Es ist halt so, aber was soll ich machen? Dass ich mit dem Charakter spielen muss, mit dem ich halt nicht viel kann. Ich finde beispielsweise Naruto Bijou Dama Mode übelst hässlich. Ich mag den Modus überhaupt nicht. Ich mag die anderen Charakter. Eigentlich so generell die alten Charakter mag ich sehr. Noch Itachi, Sasuke, der alte Sasuke, also Kirin. Ich wollte gerade Minato nehmen, da dachte ich, nee, ich nehme Sasuke. Naja, egal. So. Let the battle begin. Da, als ob. Jetzt spielen wir mal richtig. Jetzt hat mich das noch getroffen. Ah, jetzt sieht er aber auch das mal. Ich glaube, das hatten wir nämlich noch gar nicht. Wie viel das absieht. Abnormal. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Egal. Nee. Ah, fuck, das war Team Jutsu. Oh, schon wieder. Das sieht zwar cool aus, aber das jedes Mal zu sehen ist nicht so dolle. Ah, hätte auch treffen können. Noch gebe ich nicht auf. Ach, Sakura. Leck mich. Aber er lebt noch. Aber viel Leben habe ich nicht mehr. Nein! Schon wieder Team Jutsu. Okay, ich muss mich mit der Niederlage. Muss ich mit der leben. Egal. Da war Alex Stefan besser als ich. Wisst ihr, jetzt bin ich beim Let's Play und jetzt kommen wieder voll viele Kommentare, sag mal. Vielleicht habe ich mir nicht gerade die beste Uhrzeit dafür ausgesucht. Egal, Leute, wir beenden den Part jetzt hier. Oder soll ich mal einen Überlänge-Part machen? Ja, komm, scheiß drauf, ich mache mal einen Überlänge-Part. Das macht gerade voll Laune gegen den. So, jetzt habe ich mit ein bisschen Cola gedopt. Jetzt machen wir mal Ernte, hä?
Jetzt machen wir Ernte. Jetzt machen wir richtig Ernte. Falls jemand den Joke nicht versteht, das ist ein Witz von South Park. Ja, der zweite Chuchikage. Den fand ich nicht so dolle. Ich habe schon mit dem gespielt. Aber im Erwachen-Modus, nicht in Ultimate Jutsu-Typ. Aber egal. So, so, so. Wir machen jetzt richtig Ernte. Na, ah, Mann. Ich bin drauf reingefallen. Ah, wieso hat das jetzt nicht geklappt? Vom Timing her war es eigentlich okay. Mann, ich hasse dieses scheiß Team Mewtwo, das ist voll zum Kotzen. Sehe ich zum ersten Mal, das Jutsu fällt mir gerade ein. Ja, kann ich auch. Burnout. Nein. Nein, ich hab's voll verkackt. Ah, verdammt, ich hab's voll verkackt. Okay, Vegito. Vegito. Wollte ich schon Vegito sagen. Alex Stefan, du bist echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht, muss ich mal schon sagen. So, eine Runde noch. Ich bin sowieso am gnadenloses Verlieren, ob ich jetzt die nächste Runde gewinne oder nicht, das ist ja sowieso scheißegal. Okay. So, jetzt nehmen wir. Wo haben wir ihn? Achso, stimmt, für Minato habe ich gar keinen Team-Slot gemacht. Egal. Aber ich hasse Team Mewtwo. Übel. ...4:1. Na egal. Einen Kampf machen wir jetzt noch. Da haben wir meinen Überlänge-Part mal wieder gemacht. Und dann... dann schreibe ich noch kurz, gucke ich kurz, was Vegito noch geschrieben hat. Vielleicht mache ich da noch einen Online-Part. Scheiß Naruto. Aber Minato werde ich bestimmt nicht verlieren. Da kannst du ja aber sonst was glauben. Ach, der hat jetzt echt mal Rock Lee gestoppt. Ja, Mist. Ach guck, ich hasse so welche Jutsus, wo du nichts machen kannst.
Wisst ihr, es gibt ein paar Charakter, da kannst du hindüsen bei Ultimate User, dann hört's auf und dann gibt's die Charakter, bei denen es nicht geht. Ja, so ein Rotz, Alter. So ein Rotz, ey, sowas kotzt mich so dermaßen an. Ja, voll geil, Alter. Voll geil. Egal, ich muss mich einfach damit akzeptieren, ich hab verloren. So, das war's dann mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Man merkt, dass ich halt noch nicht so viel online gezockt habe. Na, egal. Ciao!